kleines, aber feines Skivergnügen gibt's in Obdach schon seit 1965. Und genau dieses 50-Jahr-Jubiläum wurde am vergangenen Samstag gemeinsam mit der Einweihung der neuen Beschneiungsanlage gefeiert. Neben den Vertretern des Skiliftes Obdach fanden sich auch zahlreiche Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft sowie Vertreter bauausführender Unternehmen ein. Mit mehr als 1 Million Euro wurde in die schneesichere Zukunft in Obdach investiert. Ja, die Neuerungen waren wirklich notwendig, dass wir wieder schlagkräftig werden. Es wird die kurze Zeit, dass es kalt ist, wird immer kürzer. Und du musst schauen, dass du immer effektiv schneiden kannst. Wir haben jetzt die Beschneiungsanlage komplett neu gebaut. Wir haben 8 fixe Tourmaschinen montiert. Der Speicherteich ist erhöht worden von 4.500 Kubikmeter auf 11.000 Kubikmeter. Für die Kinder haben wir jetzt einen eigenen Zauberteppich, damit das Skivergnügen in Obdach noch besser wird. Aber nicht nur der Ort selbst steht hinter diesem Projekt. Das gesamte Zirbenland hat sich für die Investition ausgesprochen und auch beim Land Steiermark sich dafür stark gemacht. Ich glaube, das war ganz der richtige Weg. Es war das tolle Projekt, was aufbereitet worden ist. Und es war natürlich die Geschlossenheit, die wir gezeigt haben und die Wichtigkeit, wie wichtig uns das ganze Projekt ist. Aber nicht nur für die heimische Bevölkerung soll Obdach der Treffpunkt sein. Auch von Seiten des ÖSV macht man immer wieder gerne Station und freut sich über bestens präparierte Pisten. Ja, wir haben jetzt die Strecke geteilt, dass wir eine fixe Trainingsstrecke haben. Der ÖSV war jetzt 2 Tage da in Obdach trainiert und er war sehr zufrieden. Und wir werden auch noch weitere Gespräche führen mit dem ÖSV, vielleicht, dass wir ein Trainingszentrum zusammenbringen. Mit diesen neuen Investitionen garantiert man den Skilift im Ort und sichert somit den heimischen Nachwuchs im Skisport.